Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich sehe, es gibt eine Menge Vorfreude auf die Grünen-Rede. Machen Sie sich auf was gefasst. Denn vorab gleich unsere Position. Wir können dem Antrag in der vorliegenden Form jetzt leider nicht zustimmen. Denn die von Ihnen angestrebte effektivere Entflechtung der Landnutzung tragen wir so nicht mit. Statt Entflechtung sagen wir Integration unterschiedlicher Landnutzungsziele und gleichzeitig eine verstärkte Ausrichtung der Flurneuordnung auf Ziele des Naturschutzes. Das sind die Zeichen der Zeit. Wir wissen, auch jetzt dient schon die Flurneuordnung in wenigen Einzelfällen den Zielen des Naturschutzes. Ein positives Beispiel ist das Bodenordnungsverfahren Hoppenrade, mit dessen Hilfe die Nebel bei Güstrow in Abschnitten renaturiert wurde. Doch der ganz überwiegende Teil der Mittel, der Energien und der Arbeitskraft, die mit Flurneuordnung und Bodenordnung zusammenhängen, wird für Zwecke eingesetzt, die für den Erhalt unserer Biodiversität, für Ziele des Naturschutzes von Nachteil sind. Wer jetzt im Rahmen der Flurneuordnung eine effektivere Entflechtung der Nutzungsansprüche fordert, der verstärkt einen Prozess, der zu einer Landschaft führt, die sich aus Inseln mit hohem Naturschutzwert einerseits und einer für die Lebewelt ungeeigneten, intensiv genutzten Landschaft andererseits zusammensetzt. Eine derartige Teilung der Landschaften in Schutz- und Nutzlandschaften dient gerade nicht der weiter oben im Antrag genannten Zielstellung einer integrierten, nachhaltigen Entwicklung. Wo sehen wir Grüne im Bereich der Flurneuordnung aktuellen Änderungsbedarf? Erstens, Sie haben es geahnt, beim Wegebau, natürlich. Hier sehen wir seit Jahren schwere Fehlentwicklungen. Geplant mittels Bodenordnungsverfahren und finanziert mit hoher EU-Förderung erfolgt bis heute ein massiver Ausbau des ländlichen Wegenetzes, ein Ausbau von Feldwegen zu Landstraßen vom Charakter her, woraus zwangsläufig Kollisionen mit Naturschutzaufgaben und Denkmalschutzaufgaben entstehen. Dieser Prozess führt zur Neuversiegelung von Freiflächen, zur Zerschneidung von Freiräumen, zu Konflikten mit dem Artenschutz, Biotopschutz und dem Alleenschutz. Und er verändert unser Landschaftsbild, nicht nur in der freien Landschaft, sondern, wir haben es gehört, auch das Erscheinungsbild unserer Dörfer. Auch die Dimensionen sind erschreckend. Seit 1991 sind in Mecklenburg-Vorpommern rund 5000 Kilometer ländliche Wege ausgebaut und zu einem großen Teil auch neu versiegelt worden. Das ist die Entfernung Berlin-Lissabon und wieder zurück. Ob aber dieser intensive Ausbau ländlicher Wege mit einem Einsatz von vielen 100 Millionen Euro bei einer abnehmenden Landbevölkerung überhaupt sinnvoll ist, ob er irgendwelche positiven Auswirkungen auf die ländliche Entwicklung hat und wie er sich langfristig auf die Finanzen der Kommunen auswirken wird, Stichwort künftige Unterhaltung, das ist allerdings noch nicht gründlich hinterfragt und nicht gründlich untersucht worden. Gutachterlich bestätigt wurde zumindest die Tatsache, dass Wegebau nicht zu einer positiven Bevölkerungsentwicklung beiträgt. Schauen Sie in den Demografiebericht der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern von 2010. Dringend notwendig ist daher... Frau Karlowski, kleinen Moment. Bitte, ich bitte die Herren, diese Dialoge doch zu unterbinden oder draußen weiter zu diskutieren. Die Rednerin hat hier auch das Recht, ihre Position darzustellen. Dringend notwendig, Frau Karlowski, bitte. Danke. Dringend notwendig ist aus unserer Sicht daher eine unabhängige Überprüfung der Sinnhaftigkeit dieses ländlichen Wegebaus, sowohl in der Art der Ausführung als auch in Bezug auf die räumliche Dimension, also die Zahl der Kilometer. Wir plädieren auch für eine Kopplung der Förderung an eindeutige Nachhaltigkeitskriterien, zum Beispiel das Vorliegen eines gemeindeübergreifenden Wegekonzeptes oder die Reduzierung der Versiegelung in Schutzgebieten durch Wegebauweisen, die sich an den Naturschutzzielen orientieren. Eine ganz wichtige Weichenstellung wäre die Förderung der Wegeunterhaltung bei wassergebundenen Wegedecken, um eben jene Wege zu erhalten können, die sich jetzt schon harmonisch in das Landschaftsbild einfügen. Als gesetzliche Grundlage für den Wegebau fungiert vorrangig nun das schon in die Jahre gekommene Landwirtschaftsanpassungsgesetz. Dieses Gesetz ist ursprünglich erlassen worden, um strukturelle Nachteile der DDR-Landwirtschaft zu überwinden und die Vermögensauseinandersetzung zwischen den LPG-Angehörigen und der LPG bzw. dem Nachfolgeunternehmen zu regeln. Auch um Chancengleichheit im Wettbewerb für alle Eigentumsformen herzustellen. Ja, klingt vernünftig. Doch diesem Gesetz fehlt es heute an einer glaubhaften Begründung für seine Anwendung. 22 Jahre nach der politischen Wende existieren in der Landwirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns
wenig bis keine strukturellen Nachteile mehr gegenüber den Altbundesländern. Im Gegenteil, bei den durchschnittlichen Betriebsgrößen liegt Mecklenburg-Vorpommern mit 286 Hektar Landwirtschaftsfläche unangefochten an der Spitze. Und beim Einkommen der Haupterwerbsbetriebe mit einem Jahresgewinn von 83.599 Euro auf Platz 2 im Bundesvergleich. Insofern ist auch das Landwirtschaftsanpassungsgesetz, auf dessen Grundlage dieser Wegebau stattfindet, sehr fragwürdig bis hinfällig. Vielmehr sollte das Flurbereinigungsgesetz mit einer in puncto Natur- und Umweltschutz stärkeren Regelungsdichte vorrangig Anwendung finden. Ein weiterer Punkt, mit dem wir Flurneuordnung qualitativ verbessern wollen, ist eine konsequente Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen in Bodenordnungsverfahren. In Brandenburg werden bei komplexen Wegebaumaßnahmen Umweltverträglichkeitsprüfungen mit FFH-Verträglichkeitsprüfungen durchgeführt. Es wird ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. In Mecklenburg-Vorpommern scheint eine DIN A4-Seite auszureichen, wo die Planungsunterlagen die Umweltverträglichkeit bestätigen. Wir brauchen auch hier verbindliche und transparente Standards im Planungsprozess mit Standards, wie sie bei anderen Genehmigungsverfahren, zum Beispiel im konventionellen Straßenbau, üblich sind. Ein ganz drastischer Aspekt ist im Rahmen der Bodenordnungsverfahren die zum Teil unzureichende Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung der Bürger, die von den Maßnahmen betroffen sind, die nicht Flächeneigner sind, aber die dort wohnen in den Dörfern. Wie dringend erforderlich eine solche Betroffenenbeteiligung wäre, zeigt das Beispiel Woserien. Hier ringt die Dorfgemeinschaft seit vielen Jahren um den Erhalt ihrer gut befahrbaren 150 Jahre alten Kopfsteinpflasterstraße. Und vor wenigen Tagen erfolgte jetzt in der Presse die Meldung, dass die Straße nun doch gegen den örtlichen Widerstand asphaltiert werden soll. Damit soll ein weiteres mecklenburgisches Dorf einen Teil seines Gesichtes verlieren. Wir fordern hier eine neue, eine bessere Beteiligungskultur, bei der die Betroffenen in den Teilnehmergemeinschaften mitwirken können. Zeitgemäße und zukunftstaugliche Konzepte lauten anders als das, was Sie, werte Damen und Herren der Regierungskoalition, beabsichtigen. Heutzutage benötigen wir integrative Konzepte, solche, bei denen Flurneuordnung maßgeblich der Verwirklichung von Naturschutzzielen in den ländlichen Räumen dient. Andere Bundesländer machen uns das auch schon vor. Seien es zum Beispiel Flächenarrondierungen für die Renaturierung von Gewässern oder eine Sanierung wertvoller Feldsteinbauten in den Dörfern, wo eben Fledermäuse, Eulen und Schwalbenquartiere geschont werden. Mit einem integrativen Konzept würden wir die Weichenstellung der Flurneuordnung zu belebten Landschaften mit dem Gesang von Vögeln in der Luft, mit staunenden Erholungssuchenden in unseren Dörfern und auf Felden und Wiesen mit der Landschaft, in der man auch wieder leben will, gestalten. Denn eine Ursache des demografischen Wandels auf dem Land, also dass immer mehr ältere Menschen auf den Dörfern leben und immer weniger junge Familien, liegt auch darin, demografischer Wandel, das war vielleicht nochmal ein Stichpunkt zum Zuhören, liegt auch darin, dass niemand gerne in einen Landstrich zieht, in dem außer riesigen Ackerschlägen, asphaltierten Feldwegen und Schweinemastanlagen buchstäblich nichts ist. Man zieht doch wohl aufs Land, weil man die Natur liebt und nicht, um täglich möglichst weite Wege zur Arbeit mit dem Auto zu fahren. Wenn die Natur nun aber als Flächenkonkurrent zur Landwirtschaft gesehen und immer weiter zurückgedrängt wird, dann muss man sich nicht wundern, wenn viele Menschen dem Landleben den Rücken kehren. Wenn Sie, meine Damen und Herren von der SPD und CDU, wirklich über Flurneuordnung neu nachdenken und entscheiden lassen wollen, dann integrieren Sie ein wirklich zukunftsweisendes Element, die Ausrichtung der Flurneuordnung auf die Naturschutzbelange unseres Bundeslandes. Dass hier von der ökologischen Funktionsfähigkeit im Antrag gesprochen wird, heißt ja nicht, dass es in Richtung Naturschutz gehen muss im Rahmen der neuen Flurneuordnung. Denn ökologisch funktionsfähig ist jeder Lebensraum. Das ist eine rein wissenschaftliche Betrachtung. Auch ein Maisacker ist ökologisch funktionsfähig. Das bedeutet einfach nur, er funktioniert. Das hat direkt Frau und Kalowski, primär nichts mit, bitte zum Ende. Nichts mit Naturschutz zu tun. Ich habe auf die rote Lampe gewartet, Frau Präsidentin. Ich werbe daher für unseren Änderungsantrag auf der Drucksache 6-1085 und vielen Dank für die geteilte und ungeteilte Aufmerksamkeit.